Ein anderer, so denke ich, hätte sich vielleicht damit begnügt, an einer Außenwand des Hauses, es handelt sich um ein ehemaliges Bahnwärterhaus, eine Erinnerungstafel anzubringen, wenn überhaupt. Eines Tages erhielt ich unmittelbar von drei alten Männern einen Besuch und sie zeigten mir ein Foto aus ihrer Kindheit, wie sie im Hinterhof als Kinder des Bahnhauses und als Kinder von Reichsbahnangehörigen spielten. Und sie erzählten mir insgesamt von ihrer Kindheit. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt und vor allen Dingen erzählten sie mir diese eine Geschichte. Mehrmals täglich, zu gewissen Jahren, kam leer der Schweizer Mannschaftswagen, ein Polizeiwagen, offen am Haus vorbei. Das war für sie eine Attraktion. Der fuhr in Richtung Eiserne Hand, wo wir jetzt gerade langfahren, um Flüchtlinge abzuholen. Und 20 Minuten später kam der wieder gefüllt zurück, voll mit Flüchtlingen. Und sie fragten ihre Mutter, was das sei, was das für Menschen sei. Und dann sagte die Mutter, das sind ja nur Juden, die werden wieder zurückgewiesen. Das sind ja keine echten Flüchtlinge. Ich würde mal sagen, die Sensibilität hat ihren Nährboden hier in Berlin bekommen. Aber auch in Basel beschäftigt es mich, dass die Juden, die durchgegangen sind, die reingekommen sind, die abgewiesen sind, wo sind die geblieben? Was ist mit denen geschehen? Und dann merke ich, die Schweiz kann sagen, ja, wir hatten auch ein paar Schicksale gehabt, die haben wir dann wieder nach Hause geschickt. Aber man denkt nicht darüber nach, was ist passiert. Johannes hat das Häusle, das Bahnhäusle gekauft, weil sie Juden zurückgeschickt haben. Und da habe ich gefunden, das ist furchtbar. Wir sind mitschuldig, nicht nur Deutsche, sondern wir Schweizer sind mitschuldig, wenn wir die Juden zurückgeschickt haben und die sind ins Konzentrationslager gekommen und sind umgekommen.